Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Avernum. Wir sind mit etwas herangezoomtem Bild in Kotra und haben beim letzten Mal ein Schiff gekauft, wenn ich mich recht entsinne, oder ein Boot. Ist das hier? Nein. Ist es das hier? Nein. Ist es das hier? Nein. Ist es das? Ja. Okay. Da würde ich sagen, machen wir jetzt mal eine Bootsfahrt. Okay. Oh, fahren wir hier nochmal hin. Wie können wir hier so? Hier finden wir, vielleicht sollten wir, wir finden hier, you find a large pile of rubble here. Naja, immerhin. Not all of it is boring. Worthless rock. At the base of the heap is a large flawless quartz crystal. Take it. Crystal. Das ist ja unglaublich spannend. Moment, 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 Moment. Crystal Cavern. Full of Crystal Special Items. Crystal. This is a long, beautiful shot of. Vielleicht ist das das. Okay. Aber da stand irgendwas von. Was? 6? Several. Ich habe irgendwie im Kopf 6. Keine Ahnung warum. Stand das vielleicht in irgendeinem Text mal? Oder bilde ich mir das ein? Oder einfach nur, weil es eine schöne Zahl ist. Egal. Also eine, several, das ist mehr als einer. Okay. Gut, dann haben wir schon mal was erreicht. Okay, dann wollen wir hier mal ein bisschen lang schippern. Können wir hier irgendwie anlanden? Wieso bin ich hier noch nicht? Ich kann hier doch einfach rübergehen. Bin ich hier noch nicht rübergegangen? Okay. Aber hier können wir nur mit dem Boot hin. Und hier finden wir. Eieiei. Wer bist du denn da? Guten Tag. There's a human woman and a group of goblins hidden back here. Strange combination. They saw you coming and are prepared to defend themselves. They don't seem to want to fight, though. Ja, das kann ja jetzt jeder behaupten. Wer bist du denn? Bist einfach nur ein Mage. Okay. Na gut, dann. Okay. Ach, come on, Spiel. Sei nicht so doof. Hallo? Okay, soviel zu unserem Haste. Okay, ihr trefft alle nicht. Okay, ihr seid also Pillepalle. Ja, gut, dann ermorden wir euch mal einfach. Wo sind die Buchstaben hin? Hier waren doch immer. Habe ich das jetzt ausgeschaltet? Warte. Verstehe, in kleineren Auflösungen gibt es die, kann man die Gegner nicht mehr per Tastatur anwählen. Also per Shortcut. Das ist ja interessant. Das ist ja ein bisschen doof. Weil da habe ich mich so ein bisschen dran gewöhnt jetzt. Nee, gut. Ah, da sind die Buchstaben wieder. Okay. Okay, das war ja eher so. Komplettes Ermorden. Jetzt. Aha, ich habe das. Ah. Ups. Was ist das? Krysania. Was ist. Warum hast du. Hast du. Nehmen wir mit. Lassen wir hier. Stick. Stick. Lassen wir alles hier. Ist hier noch irgendwas? No.
Victory is yours. You explore the area looking for loot. You don't find anything but a bunch of tools and a tunnel the creatures were digging. Interessant. It looks like you interrupted the construction of a dungeon. Oh, eine sehr kleine Gruppe. Also ich meine, eine, aber gut. Naja gut, du bist Magierin. Jeder Magier hat mal klein angefangen. There's nothing else here for you. Okay. Okay. Das war also nur funny, mehr nicht. Gut. Da kommen wir nicht weiter. Okay. Gut, dann fahren wir jetzt mal weiter nach Norden. Das sieht auch interessant aus. Hier sieht so vieles interessant aus. Was ist das hier nochmal? Können wir nicht, ne? You're at the base of a huge spire of rock with a large spring at the top. Clear, glittering water gleaming eerily in the light of the glowing fungus above showers down in a crystalline cascade. From here it flows south to the enormous underground sea. Nope, kommen wir nicht rauf. Okay. Merke, wir können Wasserfälle nicht hochpaddeln. Na gut. Okay. Aber bin ich doof, was ich hier sehe? Keinen Eingang. Okay, gibt wohl keinen. Da ist was. Das sieht gefährlich aus. From this peninsula, you see a small island to the south. Ja, da bin ich gerade schon. Ich komme von da. Nee, egal. Though it's hard to tell through the thick layer of mist on the water. Ach, du meinst das Schwarze da. The thick layer of mist on the water, a fog of war, you think you can see humanoid figures moving back and forth on it, building fortifications at the base of a tall stone spire. Ja, da werden wir uns bei Zeiten drum kümmern, aber erstmal fahren wir hier. Wollen wir die Seite schon erkunden? Wollen wir erstmal hier gucken, was wir hier so haben. Bevor wir hier mutig werden. Oh, da ist auch irgendwas. Okay, hier kennen wir uns aus. Hier waren wir schon. Ah, da ist überall was. Gucken wir mal, was wir hier haben. War ich da schon? Glaube nicht. What's all this then? There's a small serene underground lake here. Ja, und eine Kirche. On its shore is a small shrine. There's nobody here and the shrine seems to have been abandoned. Enter, search the building. The shrine has apparently been abandoned for several years. There's no sign of combat, fortunately. The altar is bare and there's little more than broken seats and trash. However, in a side alcove you find a large, beautiful quartz crystal. Take it. Wow! Ist das auch ein beautiful quartz crystal? Da muss ich, wie komme ich da, da muss ich, da, da komme ich anders hin. Okay. Okay, hier ist einfach nichts, ne? Okay. Gut. Jetzt mal für Spaß. Okay, da war wahrscheinlich was, das habe ich schon gemacht. Wollen wir mal gucken. Was ist denn hier los? The floor of this cave is covered with thick ice, making it difficult to maneuver. A clump of writhing blue worms lurks at the far corner, taking delicate bites from the frozen remains of one of their victims. The sightless, mindless beasts have not yet detected you. Attack! Okay. Ich sehe schon, das war keine gute Idee. Ja, ja. Okay. Danke dafür, Spiel. Ja, ja.
Okay. Dieses Ufer, kein gutes Ufer. Wir bleiben erstmal hier. Hier können wir hoffentlich besser mit umgehen. Ah, hier liegen Leichen. Hier liegt auch was, aber es ist. Okay. This is a grisly sight. You found dozens of humanoid bodies. Human, Nephilim and Slith, wrapped in thick wraps and sucked dry. Among the debris you find a scroll tube. Take it. Return life. Sehr schön. Ich nehme an, wir können hier ohne Probleme wieder rausgehen. Uns passiert überhaupt nichts. Sehr gut. Wo zur Hölle sind wir hier? World Map. Aha. Ja, ich würde sagen, wir versuchen mal hier diesen nördlichen Bereich zu erforschen. Das ist ja das hier. Waren wir ja schon ein paar Sachen. In ein paar Sachen, da denke ich mal, dass wir uns das halbwegs zutrauen können. Bist du ein Schleim? Nein. Grax Peninsula, discovered by Grak in the name of the Glorious Empire. Bisher hochinteressant. Du hast diese. New York. Nicht allzu große Peninsula entdeckt. Okay, dann erstmal hier unten. By this tiny lake, you find a small stone cottage. There's no signs of life and the door has been smashed in. It's deadly quiet. Walk inside. The cottage has been thoroughly looted. You have no idea who might have lived here. There's no dried blood, so the resident probably escaped before the attackers arrived. Whoever lived here, he or she was probably a mage of some sort. There are papers scattered everywhere, some of which are covered with strange writing. Examine. Whoever lived here was doing research in the art of potion making. Fortunately, you are familiar with the magical script the notes are written in. Also ein Zufall. You find amongst the scraps a recipe for something called Grey Mold Salve. It is a very complicated recipe. If you told it to an alchemist of sufficient skill, he could make the salve for you. Cool. Dummerweise stand in dem Rezept nicht, was die macht. Naja. Leaf. An armed group of unknown species clearly met a grisly fate here. You can't tell what they were. The battle took place months ago. Nothing of value remains. There's only stains and fragments of bone. Wirklich? Wirklich, okay. Ah, Stalagmite. So, hier brauchen wir noch ein Schiff. Okay. Weil wir können unser Boot ja hier leider nicht rübertragen. Es ist ja nicht Ultima 6. Hallo? Hallo? Wer sind denn Sie? There are several guards stationed here, keeping watch over the entrance to the secluded caverns. There aren't soldiers of Avernum. They're just ordinary folks with crude armor and bent weapons. After some discussion, they decide to let you pass. You aren't Slith and they probably wouldn't be able to stop you, even if they tried. This is eine clevere Idee. Hahaha. Okay, nicht bezeichnet. In this secluded tunnel you find a mine. A group of pale, muscular humans watches you carefully. Approach and talk to them. When you get closer, draw the weapons. Must be ready. Ah, das sind diese ganzen Minen hier um. You detect a hidden terror wand. Dankeschön. Ich meine, jetzt kann man hier auch noch reingucken. You find a mine. Do some shopping. You eventually convince them to intend no harm. Battle Blessing. Aha, nice. Nice. Alles very reasonable, aber immer noch zu teuer. Weil nicht umsonst. Ich glaube, hier auf der Weltkarte ist nie was, das man mit Get-Item finden kann, oder? Das mache ich schon, das habe ich schon so oft gemacht, das mache ich komplett umsonst, ne? So, wo ist denn unser Schiff? Da. Das müssen wir uns merken. Das dürfen wir nämlich nicht verlieren. Wenn wir es verlieren, ist es weg. Da müssen wir uns ein neues kaufen. Aber ich glaube, ich war hier überall.
Da wollte ich noch nicht rein. Dann gehen wir mal hier hin zurück. Okay. Weiter paddeln. Ach, come on. Kannst du da nicht rumfahren? So. What the fuck? Mal gucken, was das da ist. Guten Tag. Aua! Eieiei. Oh ja, reichlich. Aha. Können wir dann auch mal? Irgendwann? Ja. Wer seid ihr denn? Cave Widow. Cave Widow und Arachen Aranea. Eieiei. Sind alle ensnared. Mach mal Curing auf dich. Okay, treffen tun wir sie immerhin. Du mach mal. Mhm. Ja, es ist ganz schön hart hier. Ja, ja, ich merke schon. Ups, das war die falsche. Ja. Au, oh Gott. Okay. Okay. Okay, das war aber echt ganz schön hart. Ich würde sagen, die wollen uns hier noch nicht. Wo können wir denn mal, können wir hier irgendwo, ist hier irgendwo eine Stadt in der Nähe? Ja. Okay, willkommen zurück, Fafrit. Okay. Das sind wieder diese Würmer. Und wir können es auch nochmal probieren. Vielleicht sind es jetzt nicht so viele. You have managed to escape the notice. Simply avoid them. Ja. Cool. Was ist hier los? You see a large group of huge heavy spiders gathered around several bodies. They seem to be talking to each other. You can't understand the strange hissing language, but they seem to be arguing about what to do with their victims. Spiders, talking spiders. Okay. Ich glaube, gegen die haben wir auch noch keine Chance. Nee, das hat keinen Sinn. Das sind zu viele. Ich würde sagen, wir kümmern uns um diese Seite erstmal noch nicht. Okay.
Okay. Was ist hier los? You meet a large group of giant spiders. You prepare to defend yourselves. However, instead of building webs or attacking you, as expected, they are running around playing and chatting in high-pitched voices. Okay. When they see you, they jump in surprise, yelp, calm down, and move away to resume what they were doing. The main thing you can determine about them is that they are very silly. Eventually, they regain their composure and wander off. This has really happened. Okay. Yeah, this, yeah, freundliche Spider. Silly Spiders. Hmm. Schön. Okay. You start to notice an increased incidence of spider webs in this section of the tunnels. Yeah, this is matched by a noticeable absence of small lizards and other creatures. There must be lots of spiders around here. Wie beruhigend. Okay. Wo zur Hölle bin ich hier? Oh, da ist irgendwas. Hier ist irgendwas. Wasser, Wasser, Wasser. Wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir. Es hat sich nicht wirklich viel getan. Hier ist was. Hier ist was. Curing Potion. Nun ja, besser als nix. Sonst irgendwas? Nope. You stumble into a group of Avernight soldiers who have gotten themselves into a difficult situation. They are surrounded by spiders who seem intent on attacking them. Okay, helfen wir ihnen mal. Ich hoffe, dass wir jetzt den Spidern helfen. Wieso sind die vor uns dran? Was sind die? Okay, die sind alle besser als wir. Das ist sowas von... Nee, doch nicht. Okay. Also, die sind auch besser als wir, weil sie schneller sind. Aber zumindest sind die Spiders nicht besser. Du bist gefährlich. Deswegen machen wir erstmal Protektion. Dann machen wir Hast. Und du machst War Blessing. Und achso, kannst du mir. Ja, das werde ich mir nie merken können. Can't reach target. Hallo, sei doch nicht so. Bin so stutzig. Eieiei, eieiei, halt. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Braucht ihr wirklich unsere Hilfe? Ich meine, ich bin mir nicht. Also, ich glaube, also eher, also, ich glaube nicht. Very nice. Soll es das hier? Vapor Red, das klingt nicht gut. Okay, mach mal. Wo ist denn Schmeid? Schmeid ist hier. Och, nicht das. Okay. 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 95%! Und beim Ogre, Young Ogre, okay. Ach, das ist ein Young Ogre. Ich dachte, das wäre ein Zombie oder so. Young Ogre, 89%. Da gucken wir mal, was wir haben. Die haben 89%. Wir haben. Wir sind besser. Haha, wir sind besser. Unsere Slay. Also, ihr wisst schon, wir sind besser. Sehr schön. The fight concluded. The soldiers thank you heartily for your help. Then they gather up their fallen. Ihr habt keine fallen. And move quickly. Back to the base. Entschuldigung. Alles sehr interessant hier. Haben wir eigentlich irgendeine Quest, die in irgendeiner Form irgendwas mit Spinnen zu tun hat? Ja, haben wir. You have been constant source of trouble for Fort Draco. Fort Draco ist hier irgendwo, ne? Misch mit mir. Den können wir noch nicht. Wo bin ich? Oh, da ist. Da.
Ja, da war ich aber schon. Gut, dann gucken wir mal hier weiter. Okay. Unbefriedigendes Gesamtergebnis. Eieiei. Na, schau mal. Guten Tag. The group of spiders is watching you warily. They seem quite intelligent. As they try to figure out how to react to you, you notice that they're gathered around something, as if to hide it. Das ist Grund genug, sie zu ermorden. Ach ne, okay. Das ist noch mehr, okay. Okay, so stark sind die aber nicht. Okay, sie können zaubern, das wussten wir schon. Treffen allerdings nicht und machen Daze, was reichlich lästig ist. Misturn. Ach, das muss ja nur nicht sein. Nein, gut. Okay. Machen wir die da weg. Okay, du trink mal einen Schluck. Hellhound, ach du liebe Güte. Okay, für Favrit ist ein Hellhound kein größeres Problem. Gut zu wissen. Also der Icy Rain ist schon ein netter Zauber. Können wir nicht anders sagen. Very nice. So, dann machen wir hier noch Schmeid und dann müsste es das ja gewesen sein. Ja. Victorious, you cut open the webs and try to figure out what it was the spiders were trying to hide from you. It had Nephilim. Jeder sollte einen haben. You find some coins in a satchel and a leather belt around his waist. Blessed Armor plus. Ne, so blessed sind die ja gar nicht. Plus 8 Armor, minus 5 Hit Chance. Plus 1 to Dexterity ist auch nicht so wichtig. Das ist gut. Okay, was können wir hier noch? Terror Wand. Wand. Wands. Die ganzen Wands geben wir mal den hinteren Leuten. Das auch. Das geben wir dir. Steel Breastplate. Sechs Prozent mehr Armor, dafür 5% weniger Trefferchance. Studded Belt.
normaler Belt, ne? Ja. Okay, dann machen wir jetzt mal ein bisschen Inventory Management. Nochmal plus 2 plus 1 zu Dexterity. Ja, ich meine, Dexterity ist nice, aber auch nicht so nice. Apprentice Belt. Du kannst noch eher was mit Dexterity anfangen. Wenn wir mal gucken. Dexterity macht. Reduces your chance of being hit in combat, helps you act soon in combat. Das mal dir, würde ich sagen. Also. So, jetzt haben wir hier irgendwas, was gut ist. Radiant Shotblade. Wie ein Cleaver. Plus one to Strength. Bronx Short Sword. Weg. So, dann wollen wir mal gucken. Das ist so gut nicht, ne? Nee, ist es nicht. Das können wir eigentlich verkaufen. Ich meine, wer braucht denn plus 1? Was hast du? Du hast Shielding Knife, was nett ist, Nephil Warblade, auch nett. Ja, das Ding kann weg. Ein Breastplate. Wunsch Broadsword. Ich meine, was an den Broadswords halt so nett ist, dass die cleaven können. Aber es sind auch nur 10%, also ist also wahrscheinlich auch nicht wert. Was haben wir hier noch? Irgendwas? Okay, Steelwood. Gives a good resistance to physical attacks and acid. Parken wir erstmal da. Hier können wir mal die ganzen Herbs hin tun. Elixir, Wine, Invulnerability Potion, Curing Potion. Okay, Clover Boots. Wer möchte plus 3 to Luck haben? Funktioniert das eigentlich? Weil du hast ja noch keinen Luck. Quatsch. Plus 3. Ja, aber hier steht noch nichts. Also wir müssen mindestens einen Punkt haben, damit das Plus wirkt, würde ich behaupten. Oder? Hm. Haben wir nicht irgendwas anderes? Das Plus 1... Da haben wir irgendwo hier mal plus 1, Tool Use 7. Das Dumme ist, dass wir uns das nicht in Gänze angucken können, soweit ich weiß. Also wir können nicht, wie viel Tool Use wir tatsächlich haben. Das müsste ich irgendwie nochmal eruieren, ob man, oder vielleicht weiß das einer von euch, ob man den Bonus von Items, den, also ein Skill, also ein Skill-Bonus, den Items haben, nur dann bekommt, wenn man schon Skillpoints in den Skill investiert hat oder ob das auch für Skills gilt, die man quasi nicht hat, wie hier. Hast du also plus 1 Tool Use? Also hast du quasi 1 Tool Use, obwohl du 0 Skillpoints hast, aber plus 1 durch ein Item kriegst. Das würde, wenn das so wäre, würde das bedeuten, dass du jetzt 3 Luck hättest. Das würde mich mal interessieren, ob das jemand weiß. Weil ich weiß es jetzt nicht. Ich meine,
Das könnte man theoretisch durchprobieren, aber. Poison Resistance. Fafritz sollte ein bisschen Luck haben. Plus 1 Dexterity können wir, denke ich, vergessen. Okay. Das brauchen wir im Moment eigentlich auch nicht mehr. So, ist das immer ein bisschen besser aufgeräumt. Usingbond kannst du haben. Okay. Gut. Haha, hier haben wir was. Gucken wir mal noch nicht hin. Gehen wir erstmal weiter. Ha! Veränderung des Bodenbelages ist immer gefährlich. Okay, wo haben wir das Schiff geparkt? Da. Irgendwas? Glaube nicht. Gucken wir da noch mal rein. Da steht ja Spider-K. Ach, ja. Ja, sind es die Silly Spiders oder sind es die Spider-Cave? Können wir da was mitmachen? Nee. Ist hier irgendwas Geheimes? Ich sehe nichts. Eine ganze Menge Leichen liegen hier rum. The walls of this valley are covered with thick, impassable sheets of spiderweb. However, instead of the eerie silence you might expect, you hear, coming from somewhere, a lot of high-pitched voices. They seem to be speaking in your tongue, though you aren't quite sure what they're saying. Okay. Hallo? Hallo? Wir kommen in Frieden. Es war gelogen, aber. This cave is filled with webs, stretched floor to ceiling in stalagmite to stalagmite. Spiders run up and down them and back and forth across the floor and ceiling. These are large spiders, most of them 3 to 4 feet tall. Also nicht lang, also sondern hoch. Dann möchte ich nicht wissen, wie viele Feet die lang sind, wenn die, meine, weil, also, ne, so Spider sind üblicherweise länger und breiter als hoch. Zumindest jetzt so die meisten, denke ich. Also, die sind ganz schön groß. Fortunately, the spiders seem to be quite friendly, both to each other and to you. They don't seem to regard you as prey. Always a good sign. Obwohl, nee, aber das habe ich hier wegen Dings überlesen. However, something weird is going on, indeed. First, the spiders are all talking. Second, they are talking in really high-pitched voices. Third, well, they seem to be somewhat eccentric. Okay. Wie genau äußert sich diese Exzentrizität? Indem sie vor uns weglaufen. Okay, kann man das mitnehmen hier? Claybrick. Ja, könnten wir theoretisch, aber müssen wir ja nicht. Du kommst da zu uns. Hallo? Wir können mit dir reden. You try to talk to the spider, but it is too shy. Ja, wer kennt das nicht? Also, die meisten Spinnen, die ich persönlich bisher in meinem Leben getroffen habe, waren sehr schüchtern. Das ist richtig. Keiner hat mit mir gesprochen, wenn ich sie angesprochen habe. Also, haben geantwortet oder so. Eigentlich alle. Und alle sehr schüchtern. Das ist der Grund. It lets out a loud, suppressed, squeaking noise and runs away. This is very silly. Okay.
Hallo, Spider. I see a giant spider. It's a multitude of eyeballs about at waist level. My waist. Die sind verdammt groß. It's wandering around and looking for something. This spider is a bit more poised and authoritative than the other spiders. When it sees you, it is very pleased. Hello to you, mighty traveler. I'm Spider. Wirklich. Okay. What are you looking for? Maybe I can help? I can't believe this is happening. I'm looking for flies. I met this human once and he told me there were things called cockroaches, which are really yummy, but I've never found any, so I eat flies. What did you learn about cockroaches? Well, they're slower than flies and meatier, and they walk instead of fly, and they shoot fireballs, so you have to be careful. Or is it that Aranea who shoot the fireballs? It's so hard to keep everything straight. Aranea? It shudders, and the long hairs on its abdomen stand up. They're mean! They're smart like us, but where we are nice and friendly, they are cruel and nasty. You should stay well away from them. Ich hab schon ein paar ermordet. Ist das vielleicht gut für... Can you tell us anything about the Aranea? That they are scary and mean. Very scary and mean. And they weren't... If they weren't, we'd go to the rescue us... Was? If they weren't, we'd go do the rescue ourselves. They all study magic from when they're barely out of their eggs, and they're good at it. So be careful. Oh, and you're cute. Das ist zwar richtig, aber ist jetzt hat nichts mit unserem Gesprächsthema zu tun. Welche Rescue? I have another question. Do this person need help with anything? Oh, yeah. It suddenly turns sad. Its four legs droop. Das wollte ich schon mal sehen. One of our spiders was captured by the Aranea. They're smart, mean spiders. They live in another cave to the west. Ich habe diese Probleme, aber ist ja egal. I've been trying to get a nice, cute human to rescue him. We could give a reward. So what's the reward then? A bunch of flies? Du bring ihn nicht auf Ideen. Oder sie. Nope, flies are too tasty to give you. Oh, es ist weniger wertvoll als Fliegen. Ah, das ist ja fantastisch. A bunch of mean people came here once. We wrapped them all in a cave. You can't get to it now. If you freed our friend, we'd take the barrier down and you could go in and take their silly things. Their silly things. Gut. Das ist was anderes als Naughty Bits, hoffe ich, ne? Also silly things und das ist was anderes. I have another question. Nee, habe ich doch nicht. Haven't been able to rescue a... Oh, that makes me very sad. Remember that he's in the Aranea cave, to the west. Please rescue him, or the evil spiders will eat him all up and stuff. Okay. Okay, hallo, so, okay. Es ist ja alles überhaupt nicht komisch. Du bist, okay. Hallo, du. You see a big spider. It's standing still and watching you carefully. Every once in a while, it bears a pair of huge fangs and lets out a long hiss. Ah, sorry. I hope it didn't scare you. I'm Spider. We are all Spider. What are you doing? I'm a guard, Spider. Yes, sir. I'm guarding. I guard as well as any guard can ever guard. Guarding against what? Sometimes mean people come. Or there's the Aranea. When they do, I do this. It runs up suddenly and kicks you on the shin. This is really silly. Then it backs up. That sure shows them. Ja, wenn sie einen Selbstzerstörungsknopf in der Höhe ihres Knies, also ihres Schienbeins haben. Ja, dann. You think that you have a small bruise now. Mean people? Some humans hate and fear spiders and they attack us and stuff, you know? It makes us very sad. And then I eat them. Ja, dass manche Menschen das falsch verstehen, das muss man, ne? Aber, also schon auffressen, nicht, ist egal. Have any humans like that been here recently? No, not for a long time. That reminds me. There's one spider who will give some human stuff to anyone who helps him. When you see Spider, ask him about his mission. Spider, aren't you all named Spider?
Well, sure, but I'm sure you figure out which spider I mean. Don't be stupid. I have to get back to guarding. Bye! Nets are tasty oder tiny oder nice web. Ja, danke, gleichfalls. Look, a fly. Nice web, ja, das ist das zwischen unseren Knien. War ein blöder Scherz. I had only, okay. You see a smallish spider. It giggles when it sees you. It is walking around looking closely at the webs. You ask its name. It says in a quiet, high-pitched voice, I'm a spider! Why are you looking at the webs? It's the spider, damn it. I'm an inspection spider. Neat, huh? My mission is to walk around and look at the webs to make sure they're safe and stuff. You know, webs are very useful. Useful for what? For webbing things. When you like one food and can build a web, then the bugs will fly into it and you can eat them. Yum. It looks one of you over. You're cute. Cute. You're all tall and shiny, and you're uncovered with little brown hairs, and I think you're neat. You're welcome. Spider walks off, continuing its inspections. Ja, also covered with brown hair, also ein bisschen, ne? Also ich meine, aber gut. Das ist, ja, aber ich glaube, das ist eine andere Art von Behaarung, die Spinnen haben. Ja, das ist tatsächlich was anderes, das ist richtig. Okay, aber dauerhaft interessiert, an einer dauerhaften Beziehung scheinst du nicht interessiert zu sein, gehst ja gleich wieder weg. You see an old, gigantic spider with its eyes closed. It seems to be talking to itself. It seems to be trying to be somber, but the shrill, high-pitched voice sort of spoils the effect. It says to you, greetings to you in the name of the mighty Spider Lord. I'm Spider. May I ask what you were doing? May the Spider Lord bless you, young ones. I was reciting the Spider Lord's articles for living. You see, I teach the littler spiders of the great Spider Lord. Tell me about this Spider Lord. He's a huge spider, like a god, and he makes huge spider god webs, and he catches really big flies, and he does stuff and stuff. It's neat. Newer spiders stop and listen to this, fascinated. Indeed. I can't believe you take that to me. Your spider lord sounds very, very interesting. Oh, he is, or she is, I can never remember. We've noticed that all spiders are named Spider. Why is that? Because that is what the great spider lord says all spiders should be named. And what else would a spider be named? You're silly. Diese ganze Situation, man möge sich das irgendwie mal in Realitas vorstellen, ja? Oh mein Gott. Also das ist wirklich, das ist wirklich schön an diesem Spiel. Und vor allem, weil es auch so herrlich diese Rollenspielkonvention bricht, ne? Riesenspinnen sind, immer, ne? Und jetzt sind sie halt, question, what are you doing to this pilot, it's over now. Okay, the tiny spider is following you around as you explore the tunnels. Why are you looking at the webs? Ist das der Inspector Spider? Ja. You're cute. Ich weiß. In der Tat. Das haben mir schon viele Spinnen gesagt. The passage here is blocked by an exception. Also, das stimmt natürlich nicht. Ich habe gelogen. Ihr wisst, dass Spinnen nicht mit mir sprechen. The passage here is blocked by an exceptionally thick wall of webs. Unlike the other webs, you see no bugs hang off this one. A spider walks up behind you and says, we trapped some bad people back there. They were mean and attacked us, so we walled them up. And then it gives you a quick kiss. And runs away. Auch das ist mir bisher noch nicht passiert. Zumindest war es mir, wenn es mir passiert ist, nicht bewusst, dass es mir passiert ist. Also hier kommen wir nicht durch. Also da ist das, wo wir... Okay. Neat. Was ist neat? You see a big spider. It's about three feet tall. Okay. Gott, ich hatte Freunde in diesem kleinen... Nein, nicht ganz, aber ich meine, das ist schon ganz schön groß. And 8 feet wide from leg tip to leg tip. 8 feet, 2,40 Meter. Ja. Ja.
Ja, it's jumping around happily. Das sieht diese riesige Spinne, das monströses Ding und hüpft herum. Okay. Why are you jumping around? I'm hunting for gnats. Other spiders like flies, which are yummy, but I think gnats are even yummier. It runs around in little blissful circles. Bleib doch mal hier, wo bist du denn da? Do you know anything about a mission? Yeah, my mission. I'm looking for gnats. They are yummy. It runs around in little blissful circles. Okay. I hate Aranea. Okay, wer seid ihr denn alles? Oh, du bist wer anderes. You see a large spider about 4 feet tall. Ach du liebe, die werden immer größer. And quite fierce looking. It's madly waving around its front legs and making chanting noises. You aren't sure why. Zot. It says. Oh, hi, I'm Spider. Are you okay? Why are you waving around your legs? I'm trying to learn magic spells. Do you know... Das ist ja Rollenspieler, ne? Das erste, was wir fragen, wo kann ich welche lernen? Do you know any spells yet? Yeah, watch this. It waves its front legs around and shouts, boom! Then it looks at you. That wasn't very impressive, I know. But someday I might cast spells as good as an Aranea. The Aranea is spellcasting spiders. Yeah, scary, huh? You better be careful if you meet up with a mess of them. They'll mess you up. I have another question. Are you okay? Why are you waving your hands? Do you know where I can learn some magic spells? Try the Aranea lair. They know a lot of magic than I do. Lot more magic. You know. It waves around his forelegs some more, nothing magical happens. Die ganze Situation ist aber magical. Where are the Aranea? To the west. That's what you humans say, right? West? Well, west. Thank you. Oh dear, oh dear, oh dear. Nets are tiny, sagst du. Okay. Was haben wir hier? Lovely weather. Bitte? Das ist alles nicht wahr. Wer hat hier lovely? Warst du das mit dem? I hope you are having a good day in the name of the mighty Spider Lord. Indeed. Du bist Inspection Spider. Whee! Was ist hier los? You see a spider. It stares at you happily with its big beady eyes. Hi, I'm Spider. You seem really happy about something. Yep, I'm looking for a cute girl spider. It says with its chirpy, cheery voice. He winks at you. I was on a big mission, but I finished it. What mission did you finish? I was looking for a fly. But then I caught one, and I ate it. It was yummy. It thinks more. Some spiders like gnats more. They are silly spiders. Im Gegensatz zu dir, du bist non-silly spiders. Mm-hmm. Do you know where we could find some great treasure or magic spells or other valuable stuff? Well, I think I saw some rocks outside. They were all pretty and gray. Or do you humans not like those? I can't ever figure you guys out. No offense. I still think you're really cute and stuff and only 2 legs. That's really neat. It must be hard to keep from tipping over. Spider walks off, continuing its hunt. I have another question. You seem really happy. Do you know... Achso, das war das auch schon. Okay. Oh, da liegt was. Kommen wir hier noch irgendwas? Ich glaube, mit dem wichtigen Spider haben wir schon gesprochen. Ich hoffe nicht, dass wir hier noch... Ach, hier können wir auch nicht... Ah, das ist das Gleiche. Okay, verstehe, da können wir auch nicht durch. What are you doing? Guarding Spider... Ah ja, das haben wir noch gar nicht alles gefragt. Aranea? Sometimes the evil intelligent spellcasting spiders come and attack us. It makes us very sad. And then I eat them. You kick people. Just as a warning. Then I bite them with these. It bears its enormous fangs. A drop of venom falls from them to the floor. And they fall right over. Okay. Kennen wir alle schon? Danke. Okay, ihr seid... Ich meine, könnte alles schlimmer sein, ne? Ich meine, sie könnten uns einfach alle angreifen. Ja, aber hier auf der anderen Seite haben wir, glaube ich, noch eine ganze Menge. Aber ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Oder? Wollen wir... Naja, komm, dann gucken wir hier noch hin. Wären schon nicht mehr so viele Spiders. Die sind übrigens ziemlich gut camouflaged, wenn ich das sagen darf.
Oh Gott, da sind noch mehr. Können wir hier irgendwie was mitmachen? Oh komm, sei doch nicht so. Das sieht aus wie. Ist aber nichts. Hier haben wir Stuff. Hier haben wir Grounded Boots plus 5 Energy Resistance. Klingt nett. Nehmen wir mit. Blanket, lassen wir hier. You find the withered body of a goblin. It's clearly been here a long, long time. The body doesn't show any signs of spider bites. It must have been hiding back here and died of causes unrelated to arachnids. Aber sonst nichts, okay? Wie? How very. Na gut, immer in die Boots. Okay, hier war da eben noch irgendwo eine Spinne. Da. Hallo Spider. You try to talk to the spider, but it is too shy. Okay. Na Gott sei Dank. You see a very large spider. It's busily working on a large web, but one eye appears to be focused on you. Creepy. You watch for a while as its nimble forelegs weave its strands of web into a strong and intricate wall. Then it steps back and looks over its handiwork. Nice, huh? Hi, I'm Spider. What are you working on? His voice tone said, I'm making a new web. The old one got destroyed. It's making me really sad. I can't work on my mission. Was it an important mission? You betcha! I was looking for mate. Then I could have few hundred baby spiders. That would be neat. Jumps up and down excitedly. How was the other web destroyed? Well, not really destroyed. I forgot where it was. Sort of the same thing. Im Ergebnis... Ja. Okay, you're a silly spider. I'm a spider. You tried to talk, okay. Eben warst du noch. My name is Spider. Ja, eben warst du noch. Hast du noch gesagt, du bist zu schüchtern. Also, was denn nur? Okay, außer Leichen ist hier nicht viel. Ist hier vielleicht noch was drin? Toll, Spiel, danke. Nice Web. Mhm. Okay, ja, ich glaube, jetzt sind wir auch mit dem Spider-Cave soweit fertig. Ja, da würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal hier weiter. Mit den netten Spinnen, beziehungsweise mit dem Auftrag, den sie uns erteilt haben. Rescue a Spider. There's a colony of friendly, chatty spiders with the Fort Worker, the chief, or whatever it was. Ask you to rescue one of them number. The kitten of Spider was taken to an arena lair to the west. Okay, ja, ich würde sagen, das probieren wir beim nächsten Mal. Dann sehen wir uns hier wieder mit mehr Avernum. Also, bis dahin. Tschüss.